Konnichiwa, Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge vom realen Irrsinn und heute geht es nach Sylt. Ja, und wisst ihr, wer uns nach Sylt schickt? Der Schildi, denn der hat diese Folge vorgeschlagen. Dankeschön, Schildi, schon mal hier am Anfang. Und was ich noch am Anfang sagen will, erstmal, dass Dauerwerbesendung da oben ist, weil könnte sein, dass ich Werbung mache, das zum einen. Und zum zweiten, wenn alles funktioniert, seht ihr bei diesem Video als eines der ersten einen neuen Einspieler am Ende, was das Liken und so angeht. Und ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Genau, so, und es geht heute um den Sylter Shuttle Plus. Auf dem Trump-Mail von der Folge sah man eine Verbindung mit der Bahn. Ja, wir wissen ja. Josi und die Deutsche Bahn. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt, weil ihr wisst ja, ich kaufe mir die Folgen auch immer als erstes mit euch zusammen an, wenn ich sie reacte, damit ich mir keinen Spaß vorher wegnehme. Ist immer lustig, wenn man dann so verkniffelt denkt, was passieren könnte und am Ende passiert etwas ganz anderes. Aber damit wir jetzt sehen, ob ich diesmal recht habe oder nicht, wechseln wir jetzt in den Live-Bereich und gehen dann das Video mal zusammen durch. So. Über geht's. Ach, ich liebe diesen neuen Übergang. Muss ich sagen, ich liebe ihn. Ich finde ihn richtig viel besser als das, was wir vorher hatten mit diesem Ritt, Ritt. Dieses Reinrieseln von links nach rechts. Passt. Und es war sogar richtig. Gut, weiter geht's. Rein geht's, meine ich. Natürlich, ihr seht schon wieder den Extra 3 mit die In-Card vom Extra 3 mit dem Zwerg und dem Pfeil im Kopf. Los geht's. Hier in Bredstedt, einem außerhalb Nordfrieslands bislang unbekannten Ort, startet direkt bei den Zügen der Sylt Shuttle Plus. Ein neuartiger Zug, mit dem die Deutsche Bahn die Beziehung zu ihren Fahrgästen in eine andere Dimension überführt. Also, wir haben an einem Bahnhof, den bisher keiner kannte, einen neuen Zug eingeführt, der aussieht, als wäre er aus dem letzten Jahrhundert. Naja gut, okay, ganz so weit wollen wir nicht zurückgehen, obwohl doch, wir sind ja mittlerweile so. Ja, aber das soll ein neuartiger Zug sein, um die Beziehung zwischen den Fahrgästen und der Deutschen Bahn neu zu interpretieren. Dann bin ich mal gespannt. Also an diesem Bahnhof würde ich zumindest nur sitzen, wenn die Sonne scheint und es nicht regnet, weil sonst wird man nass. Es geht um die begehrte Autozugverbindung zwischen Nibel und Westerland auf Sylt. Um einen Konkurrenten von den Gleisen fernzuhalten, kam die Bahn auf eine tolle Idee. Also Nibel, interessanter Name für einen Ort. Westerland kennen wir. Wer kennt nicht das Lied von den Ärzten? Zurück nach Westerland. Genau. Die Deutsche Bahn hat etwas einen Kniff herausgefunden, um einen anderen Konkurrenten von den Gleisen fernzuhalten. Sie fahren den Zug, egal ob er voll oder leer ist, im Sekundentakt hin und her. Wenn es ein eingleisiger Schienenweg ist, ist das natürlich durchaus praktisch. Wenn nicht, obwohl dann, selbst wenn es nicht, wenn sie es nicht im einen Sekundentakt machen würden, wenn es ein Schienenweg ist, dann ist egal, wie viele Züge da fahren. Es kann eigentlich nur einer fahren, sonst treffen sie sich ja in der Mitte. Wie heißt es so schön? Wettbewerb macht kreativ. Ah ja, also Wettbewerb macht kreativ und deswegen haben sie sich was überlegt, damit sie den Konkurrenten wegkriegen und kein Wettbewerb mehr haben. Finden wir den Fehler. Denn wer die längere Streckenverbindung anbieten kann, der darf häufiger fahren, entscheidet die Bundesnetzagentur. Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen haben sie Bredstedt, das eigentlich bis jetzt kein Menschen interessiert hat, also zumindest bei der Deutschen Bahn nicht, angeschlossen, damit die Strecke länger ist. Jetzt geht die Strecke nicht mehr von Nibül nach Westerland, sondern von Bredstedt über Nibül nach Westerland. Und damit ist sie länger als die Strecke der Konkurrenz. Deswegen darf die Deutsche Bahn häufiger fahren. Also häufiger Grund, um zu spät zu kommen. Deshalb startet die Deutsche Bahn in Nähe Bredstedt, nimmt einen alten Personenwagen, hängt ihn in Nibel einfach an den Autozug dran und blockiert so lange die Gleise, bis die Konkurrenz die Lust verliert. Ey, ich sage es nicht oft und auch nicht,
Ja, gerne würde ich jetzt, wer falsch sagt, also ich sage es nicht oft, aber die Leute bei der Bahn haben ja mal coole Ideen. Was ist mit denen los? Haben die ausgetauscht? Ey, das ist ja ein Kniff. Auf den muss man erst mal kommen. Man nimmt einen alten Personenzug, haben wir ja gerade gehört, fährt eine neue Strecke, die man gerade erst eingerichtet hat, von Bredstedt nach Niebühl, hängt in Niebühl den Zug dann hinten an den anderen Zug dran, der von Niebühl aus fährt. Dadurch ist die Gesamtstrecke natürlich länger, weil der Personenzug fährt ja weiter. Und hey, das ist cool. Ey, da gibt's wirklich mal einen Daumen hoch von mir für die Deutsche Bahn. Auf solche Ideen muss man erst mal kommen. Und wenn sie dann einen Moment zu spät kommen am Ende, das verstehe ich auch, es dauert ja einen Moment, bis der Zug angehängt ist. Okay, gut. Also, super, geil. Der Bürgermeister von Bredstedt weiß das brandneue Angebot noch nicht so richtig zu schätzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Er kommt sich jetzt so vor, ich bin ja nur angehängt worden, weil ich hingehe, damit die Bahn was Tolles hat. Sonst hätten die uns nicht angehängt. Sei doch froh, damit wirst du... Hey, du bist damit ins Fernsehen gekommen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Wir haben mehrere Bredstedter Firmen, die in großer Zahl mit ihren Mitarbeitern auf die Insel pendeln. Und von diesen Mitarbeitern hat keiner diesen Zug je benutzt. Ja gut, das ist dann aber das Problem der Mitarbeiter von den Firmen. Dann solltet ihr vielleicht das Angebot für diese Firmenmitarbeiter attraktiver gestalten, die Bahn zu benutzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre, wenn es möglich ist, durchaus gerne mal mit der Bahn. Aber ich fahre auch gerne mal Fahrrad, also ja. Tatsächlich, der Sylt Shuttle Plus ist leer. Dabei wissen die Bahnkunden gar nicht, was ihnen entgeht. Eine unbenutzbare Toilette. Ja, das ist leider etwas, was man in Bahnen häufig sieht. Weil es Leute gibt, die nicht wissen, wie man eine Toilette benutzt und sie deswegen randalieren müssen. Wir werden ja auch Besonderheiten hier anbieten. Es ist ein Fernverkehrsticket gültig und natürlich eine Sitzplatzreservierung. Also das ist, denke ich, eine ganz attraktive Geschichte. Moment, wegen einer Station bietet ihr eine Sitzplatzreservierung an in einem Zug, der sowieso leer ist. Finden wir wieder den Fehler. Also langsam verliert diese super Idee von der Bahn doch an Attraktivität. Alleine schon wegen dem kaputten Klo. Mit der Sitzplatzreservierung würde man dann auch im leeren Wagen auf alle Fälle einen Fensterplatz bekommen. Toll. Und ja, also Fensterplätze sind immer sehr begehrt. Ja. Und schon geht es nach Niebüll, wo der leere Personenwagen erst in den Bahnhof einfährt, damit Fahrgäste ein- und aussteigen können. Theoretisch. Ja, praktisch geht das ja nicht, weil praktisch sitzt ja keiner drin. Und theoretisch sitzen die Leute, die jetzt da einsteigen können, schon im Autozug und würden von da aus fahren. Deutsche Bahn, doch ein klein bisschen hat das ganz einen Haken, könnte sein. Danach wird der leere Personenzug an den Autozug angekoppelt. Fertig ist der Sylt Shuttle Plus. Ja, wir nennen den Geisterzug, weil da nicht einer dran sitzt. Ja, aber die Deutsche Bahn hat damit einen tollen Effekt erzielt. Sie können häufiger fahren. Dabei gäbe es so viel zu erleben. Wenn man nämlich im leeren Sylt Shuttle Plus auf die Insel gefahren ist, wird es erst richtig spannend. Der Zug. Okay, jetzt wird's interessant. Ist nämlich leider zu lang für den Bahnhof. Ah! Also wird der Passagierteil flugs abgekoppelt, fährt bis zur nächsten Weiche zurück, dann wieder vorwärts und nochmal in den Bahnhof rein. Hier könnten Passagiere aus- und einsteigen, theoretisch. Ja, und jetzt wird es unsinnig. Definitiv unsinnig. Okay, eine gute Idee, die aber schlecht umgesetzt wurde. Also das ist schon mal etwas, ja, typisch Deutsche Bahn. Und schon beginnt die Rückfahrt. Erstmal bis zur Weiche. Neuer Autozug wird angekoppelt und alles zusammen zurück zum Autoterminal. Der Bürgervorsteher von Sylt ist begeistert. Ja.
Ich glaube, das war jetzt sarkastisch gemeint, mit dem er sehr begeistert ist, weil das ist so unsinnig gerade. Also ich fand die Idee an sich am Anfang ja wunderbar toll, aber die Umsetzung war absoluter Müll. Oh, ich würde das als Abenteuerurlaub bezeichnen. Ja. Abenteuerurlaub zu Fernverkehrspreisen von Westerland nach Bredstedt und wenn ich will, auch wieder zurück. Hey, das... Wenn jetzt einer von der Deutschen Bahn zugeguckt hat oder sich das früher anguckt hat, hey, das wäre doch eine tolle Vermarktungstaktik. Abenteuerurlaub mit der Deutschen Bahn. Fahren Sie von Bredstedt nach Westerland und zurück. Wer da Spaß dran hat, der soll's machen. Das ist schon fast lächerlich. Die Fahrt dauert fast doppelt so lang wie mit dem Nahverkehrszug und ist auch noch teurer. Die Bahn ist stolz. Wettbewerb macht kreativ. Okay. Da müssen wir das mal auseinander. Also, die Fahrt dauert doppelt so lange wie mit dem Nahverkehr. Ist teurer und es ist eigentlich eher ein Abenteuerurlaub. Finden wir die Fehler und nehmen das raus, was hingeht passend ist. Aber erst einmal, ja, danke, lieber Schildi, für diesen Vorschlag. Wieder eine tolle Folge. Und ich fand es geil. Also erst fand ich diese Idee von der Deutschen Bahn echt genial. Aber wenn man so am Ende so darüber Resümee zieht, nee, alles verkackt. Also doch wieder typisch Deutsche Bahn. Ja, genau. Und ein Dankeschön für unseren Kistenkater, für das Herzchen. Genau. Ja, was soll man sagen? Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, ich habe es am Anfang gesagt, wenn alles gut geht, brauche ich es jetzt nicht zu sagen, deswegen lasse ich das jetzt gerade mal. Aber es wäre natürlich schön, wenn ihr das Gleiche macht, was ich jetzt bei den Kollegen von Extra 3 mache. Hier gibt es ein kleines Like von mir, das passt. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was wir reacten können, so wie jetzt hier das vom Schildi, dann ab damit unten in die Kommentare. Darauf reagiere ich und wenn das was zum Reacten ist, dann kommt das auf meine Liste und wird reacted, definitiv. Langsam gehen mir direkt Vorschläge nämlich aus. Ich muss eigene suchen, aber das ist kein Problem, ich habe da so ein paar. Und wenn ihr das Ganze bei den Kollegen von Extra 3 machen wollt, also das mit dem mit dem Liken und so, unten in der Videobeschreibung ist der Originallink verlinkt, dann könnt ihr da hinspringen. Ich bin etwas verwirrt. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn ich so etwas reacte, dann guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist nämlich auch der Link, um zu Twitch zu kommen. Und da reacten wir das Ganze immer live. Und dann könnt ihr zuschauen. Entweder bin ich gerade auf Sendung, so wie jetzt, oder ihr seid halt außerhalb meiner Sendung. Dann guckt einfach mal in den Terminkalender, da steht dann drin, oder in den Zeitplan, da steht immer drin, wann ich auf Sendung bin. Genau, so. Und bevor ich jetzt noch mehr Unsinn erzähle, bedanke ich mich bei euch, wünsche euch noch alles Mögliche so, genau, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Josie.